Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, werden wir heute mal etwas nachbauen aus dem Minecraft Handbuch für Kreative. Ich denke, das wird sehr interessant und wird viel Spaß machen. Also, erfreut euch an diesem Video, lasst gerne ein Like und ein Abo da und let's go. Zuerst kann man sehen, dass man 16x16 Blöcke, also einen Schrank braucht. Das machen wir jetzt schnell mal. Dazu machen wir einfach F3 plus G und schauen, wie du den Schrank brauchst. Und jetzt machen wir hier so eine Linie drum, damit wir wissen, wo wir bauen können. So, hier haben wir den Cobblestone, den machen wir schnell drauf. Und jetzt kommt genau hier eine Tür hin. Schon zwei wäre dann hier überall Holzverzierungen hinzumachen. Das mache ich schnell, Timelapse. So, und dann brauchen wir noch für den Treppenaufgang auch noch ein kleines Loch. Dies geht von hier bis hier. Zack. So, und wenn ich es richtig verstanden habe, dann müssen wir hier jetzt 4 Blöcke so hochziehen. Dann machen wir hier an der Seite so. Dann geht es wieder so. Und ja. Das mache ich jetzt schnell und ihr könnt zugucken. So, dann hätten wir das auch erledigt. Und nun kommen die ganzen Außenverkleidungen, also die ganzen Bretter, mit Fenstern dahin. Also mal sehen, was das wird. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich mich verbaut habe. Ich habe das hier eins zu kurz gemacht, aber ist gar nicht schlimm. Jess will fix it! Und schon ist alles wieder gut und wir können die Fensterlöcher weitersetzen. So, jetzt können wir doch nochmal die Fensterlöcher setzen. Hier, hier und diese ganze Wand sogar. Und dann bauen wir oben noch die Etage. Wieder erstmal die Wand, dann die Löcher. So, dann wäre es auch wieder mal erledigt. Und jetzt können wir hier wieder die Fensterlöcher machen. Und so sieht das erste auch mal aus. Das zweite geht so. Dann kommt hier eins und dort eins. Hier kommt ein zwei Blöcke breites. Hier kommen 3 Blöcke weit. Oh, pff. Und hier auch 3 Blöcke. So, nun müssen die Fenster eingesetzt werden. Dafür nehmen wir, wie im Tutorial natürlich, weißes Glas und setzen das mal ein. So, das Glas wäre fertig gesetzt und dann steht da noch, dass wir eine Erdschicht auffüllen sollen, damit wir die Treppen besser placen können. Von mir aus gerne. Gut, jetzt nehmen wir hauptsächlich Spruce Stairs. Und bauen ein Dach. So, und nun bauen wir es alles. Zack, zack, zack. Immer darauf achten, dass wir es so bauen. So ungefähr, ja. Und hier weiter. Steht dort noch, dass wir ein paar Übergänge erzeugen sollen. Das machen wir so. Und schon ist das äußere Haus zumindest fertig. Jetzt müssen wir nur noch den Innenraum vervollständigen und danach die Dekoration machen. Die Dekoration will ich nicht ganz so wie dort machen, weil ich habe hier noch eine Dekorationsseite. Hier, wartet kurz. Ja, da sind auch noch ein paar coole Tricks halt bei. Und die würde ich auch gerne verwenden. Aber erstmal müssen wir natürlich eine Treppe einsetzen. Oh, so. Und so. Und jetzt zack. Damit das auch schön aussieht. Oh, ja, perfekt. Und hier noch eine Treppe. So, nun erstmal, wie gesagt, die Erde hier weg. Weil das sieht nicht sonderlich schön aus.
Und die Beleuchtung möchte ich hier im Haus eigentlich mit Seelaternen machen, weil ich finde das so übel nice irgendwie. Und man kann das halt auch gut für die untere Beleuchtung gleich mitverwenden. Weshalb das natürlich sehr, sehr praktisch ist. Jetzt habe ich hier noch einen Block angesetzt. Dann sieht das nochmal authentischer aus. Hier kommt auf jeden Fall erstmal unser Bett hin. Zack. Und ich finde, das sieht schon ziemlich gut aus. Jetzt durch diese ganzen Lichter haben wir auch hier unten eine Top-Beleuchtung und müssen uns darum keine Sorgen mehr machen. So, jetzt richten wir noch ein bisschen das Haus ein. Ich würde sagen, zuerst machen wir hier einen Nachttisch mit Lampe und einer Kornblume halt. Gut, jetzt kommen hier zwei Pflanzen hin. Und zwar mit Deadbush. Kann man hier sowas Schönes erzeugen. Auch kleine Dekorationstipps halt von mir dabei. Und ja, weil ich die ziemlich schön finde. Wir machen einfach an mehreren Ecken hier. Hier können auch noch welche hin. Einfach damit man so einen richtig schönen Weg hat. Hier könnten wir dann noch Bücherregale hinmachen. So ungefähr. Und hier. Und ich würde sagen, die obere Etage ist damit eher fein, aber schön gestaltet. Und ich würde aber jetzt noch einen Teppich drüber packen. Und zwar in diesem Muster auch weiterhin. Aber mit Gelb dazwischen. Und ich finde das ganz schön. Muss nicht jeder so empfinden. Auf jeden Fall passt es so besser, denke ich. Und ist gemütlicher. Dann würde ich aber hier auch noch Teppiche hinsetzen. Hier auch. Und dann einfach so lassen. Gut, und hier unten kommt eine schön gestaltete Werkstatt hin, würde ich sagen. Hier ein Fass für den Stauraum. Nun werde ich hier zwei Öfen platzieren. Dort ein Crafting Table. Und hier nochmal eine kleine Blume. Oder eine Pflanze, eher gesagt. Nun nutzen wir noch den Boden als Stauraum. Für unsere Items. Und wollen natürlich diese Erde nicht haben, das heißt, wir machen die nochmal weg. Und machen stattdessen Holz hin. Das gleiche machen wir auch nochmal mit den Fässern. Zack, zack. Und schon haben wir Stauraum und Arbeitsfläche. Außerdem nutzen wir hier nochmal eine Trapdoor. Machen dort einen Flowerpot drauf. Und hier nochmal eine Cornflower. Und so ist es doch ganz gemütlich. Und ja, damit das hier aber auch ein bisschen schöner ist und erkennbarer als Weg, machen wir hier noch ein kleines Muster rein. Das war zwar so nicht drin, aber ich finde es dann einfach ein bisschen schöner und praktischer. Und jetzt kümmern wir uns um den Außenbereich. Und fangen hier an, 6 Blöcke so auszuheben. Nun kommen hier nochmal so Blöcke. Dann hier nochmal 6. 4. 4, 2, hier nochmal welche und wir wollten hier noch was drum ziehen. Und zwar wird bis hier nochmal was angezogen und bis hier. Und hier fehlt ja noch eine Cobblestone Stair. Dann machen wir noch einen Wasserweg. 1:37 später. Und so, jetzt hätten wir das auch und füllen das noch mit Wasser auf. Das machen wir natürlich ganz simpel. Weiß jeder, wie es geht. Hier kommt lieber nochmal Erde hin. Ja. Und hier soll es ein bisschen fließen, haben sie gesagt. Also, so ist es zumindest abgebildet. Aber wir machen das jetzt mal so voll. Einfach nur, um das zu demonstrieren, würde ich sagen. So, hier kommt ein Kabel hin. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. So, dann kommt hier noch Fahnen hin. Einfach nur jetzt grob nachgemacht, weil ich glaube, Dekoration kann man nicht so genau nachmachen. Hier kommt überall Stone hin. Für mich sieht das gut aus. Hat hier seine eigene Meinung. Nun kommt da eine ganze Steinlandschaft nochmal hin, würde ich sagen. Hier machen wir noch die zwei. Und nun machen wir noch
diese Dekoration mit dem Baum und alles, wie es dort halt drin steht. Nun kommt hier ein Baum hin. Ich weiß nicht, ob der so wächst. Wenn nicht, dann baue ich einfach diese beiden Blöcke wieder ab. Und er ist gewachsen. Und wir verwenden jetzt einfach Bone Meal, um die Landschaft noch schön zu gestalten. So, hier müssten denn eigentlich noch Fackeln stehen, aber ich würde lieber diese Laterne nachbauen, wie sie dort auch gezeigt wurde. Also machen wir das schnell. So gut, und dann bauen wir hier eine Laterne, würde ich sagen. Zack, zack. Und hier noch eine. Und schon ist unser Haus fertig. Ich wechsle mal zum Classic Texture Pack, weil hier scheint auch alles ein Classic gebaut zu sein. Und ich möchte euch das so nochmal veranschaulichen. Und hier haben wir nochmal alles mit dem klassischen Look von Minecraft. Und ich finde, das Haus sieht echt gut aus. Und dieses Tutorial war wirklich nützlich. Auf jeden Fall sieht das wirklich richtig gut aus. Und ich hoffe, ihr könnt es auch irgendwie nachbauen. Und wir gucken uns jetzt nochmal die Inneneinrichtung damit an. Also dieser klassische Look ist echt schön. Man kann es natürlich auch anders lassen, was auch jetzt nicht so schlimm ist. Aber auf jeden Fall finde ich das wirklich schön und hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall ist das ein sehr schönes Haus und ich bin froh, es nachgebaut zu haben. Also es ist schon sehr gut, sieht das aus. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst vielleicht für dieses Video ein Abo da, ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, ciao, Kakao.